Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um Summenterme multiplizieren und ich habe euch gleich so einen Summenterm mitgebracht. Woran erkennt man den? Es bestehen aus zwei Summen. Das heißt, die muss man miteinander multiplizieren. Bisher haben wir ja nur gewusst, wie man, wenn man einen Faktor vor der Klammer haben, wie man diese Klammer auflöst. Aber wir können auch zwei Klammern auflesen, in denen jeweils Summanden drinstehen. Das Ganze hat mit diesem Rechteck zu tun. Was? Das werde ich euch jetzt erklären. Dieses Rechteck, seht ihr schon, ist unterteilt. Normalerweise, wenn man das Rechteck die Fläche berechnet, dann würde man sagen, Länge mal Breite. So, damit wir das aber jetzt hier ein bisschen schwieriger machen und damit es mit dem zu tun hat, unterteile ich einfach diese Länge hier in zwei Abschnitte und diese Breite hier in zwei Abschnitte. Also in dem Fall A und B und C und D. Versteht ihr, was ich meine? Denn jetzt kann ich quasi davon ausgehen, wenn ich die Länge berechne, ist das einmal die, also die Fläche berechne, ist das einmal A, die Seite A, plus die Seite B, multipliziert mit der Seite C plus der Seite D. Der Flächeninhalt wird nämlich genauso dargestellt. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen genauer betrachtet, dann entstehen dadurch genau genommen eigentlich vier kleine Vierecke. Wenn man sich die jetzt einzeln anschaut, diese Rechtecke, die dadurch entstehen, dann ist doch dieses erste Rechteck hier A mal C, wenn man den Flächeninhalt bestimmt. Ja, weil das ist die Länge und das ist die Breite. Rechteck wissen wir jetzt immer noch Seite mal Seite. Also dieses Rechteck hier gibt A mal C und dieses Rechteck hier unten gibt A mal D. Das heißt, um das große Rechteck rauszubekommen, müsste ich schon mal die zwei zusammenzählen. A mal C und A mal D. Dann hier würde ich zusammen multiplizieren B und C, B mal C und hier B mal D. Und so hätte ich quasi diese Fläche einfach, also diesen Term, der für die Fläche steht, in vier einzelne Terme zerlegt und trotzdem würde ich den Flächeninhalt bestimmen. Und genau darum geht es bei den Summentermen multiplizieren. Ich nehme quasi immer diese beiden und drösel sie auf. Wie könnte man sich das jetzt leicht merken? Man nimmt einfach das erste aus den ersten Summanden aus der ersten Klammer und multipliziert mit dem ersten Summanden der zweiten Klammer. Jetzt wird es kompliziert, wenn ich es weiter sage. Das heißt, ich mache einfach nur noch das mit dem und dann noch das mit dem. Das ist AC und AD. Und dann nehme ich noch das B her und mache das gleiche. Ich multipliziere es mit dem und mit dem. Also ich mache quasi vier Bögen. Und hoppladihopp, schon haben wir das Ganze hier ausmultipliziert. Wenn man das Ganze zusammenfassen will, jeder Summand der ersten Klammer wird mit jedem Summand der zweiten Klammer multipliziert. Aufpassen muss ich bei Default sein. Das zeige ich euch jetzt noch in dem Beispiel. Da steht die Lösung schon dran. Ich bringe euch mal diese Pfeile. 3 mal 5 gibt 15. Als nächstes mache ich 3 mal minus x. Aufpassen, es steht minus vor dem x. Ergibt minus 3x. Dann x mal 5 schreibe ich allerdings als plus 5x, weil ich es ja richtig rum sortieren möchte. Und dann noch plus x mal minus x gibt minus x Quadrat. Also aufpassen, wenn ich hier ein Minus drin habe, dann gehört das zu dem x dazu. Genauso wie würde es sein, wenn hier ein Minus vor dem 5 steht, dann wird es zur 5 dazu gehören. Weiteres Beispiel. 7x mal minus 2,5a gibt, wenn man es im Kopf rechnet oder berechnet, minus 17,5ax. Und dann wieder der zweite Bogen zum zweiten Term nach hinten, gibt wieder Minus, weil Plus und Minus gibt Minus, 7xy. Dann haben wir hier Minus mal Minus gibt Plus, 2,5ab. Und dann Minus mal Minus gibt wieder Plus, by. So macht man das Ganze. Also, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, wie man Summenterme multiplizieren. Das ist eigentlich nichts anderes, wie quasi eine Fläche anders berechnen. Klar, bei den Aufgaben, die jetzt hier dabei sind, da tun wir uns schwer mit Flächenberechnung, weil das sind jeweils Minusangaben davor. Aber gelernt haben wir, wir machen einfach vier Bögen, machen jedes, alles, was in der ersten Klammer steht, multiplizieren wir mit allem, was in der zweiten Klammer steht. Und dann kommen wir auf die Terme. Bei vier Termen, also bei vier Zahlen, zwei in der ersten Klammer und zwei in der zweiten Klammer, kommen wir auf vier Terme. Sind es allerdings drei Summanden in der ersten Klammer und zwei in der zweiten, dann kommen wir auf, kurz durchrechnet, sechs Terme, weil jeder aus dem ersten Summanden aus der ersten Summe mit dem zweiten Summe multipliziert werden muss. Das war's.